Webinar zum Thema WinBridge Token WT1. Ja, wir haben eine echte Weltneuheit heute bekannt zu geben und dazu haben wir natürlich den wichtigsten Mann des ganzen Events heute dabei, den Daniel Frey. Daniel, schön, dass du dabei bist. Daniel Frey ist Managing Director von WinBridge Asset Management GmbH von Deutschland mit Sitz in München. Du wirst dann gleich noch ein paar Worte zu dir sagen, aber noch viel wichtiger ist natürlich das Produkt, welches wir heute vorstellen. Wir haben im Hintergrund nochmal einen Experten dabei, und zwar den Tobias Eckel. Er ist CEO und Gründer der Guppy AG, auch einer der maßgeblich beteiligten Personen an diesem Produkt, was wir Ihnen heute vorstellen. Ja, zu Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kurz ein paar Worte zu dem Webinar. Sie haben die Möglichkeit, natürlich jederzeit in dem Webinar Ihre Fragen zu stellen. Schreiben Sie bitte Ihre Fragen dazu rechts unten in den Chat rein. Sie dürfen jetzt schon mal in den Chat reinschreiben, von wo dass Sie zuhören. Ich finde das immer spannend, wo sich überall unsere Personen, unsere Interessenten befinden. Und ja, da geht schon los. München, Berlin, Husum, auch nicht um die Ecke, Hannover, Bremerhaven. Jetzt geht es zu schnell. Da sehe ich gerade noch Hamburg und Ibiza. Aus dem ICE nach Darmstadt. Dann hoffen wir mal auf eine stabile Verbindung, damit Sie alles mitbekommen. Ja, Sie sehen schon, da sind ganz viele Orte dabei. Wir haben heute tatsächlich sehr viele Teilnehmer, was mich ungemein freut. Abgesehen von den Teilnehmern gibt es noch einen wichtigen Schaltknopf bei Ihnen auf dem Bildschirm. Und zwar haben Sie am oberen Bildschirmrand eine grüne Leiste. Da steht jetzt registrieren für WinBridge Token WT1 mit einer roten Schaltfläche hier klicken. Machen Sie das einfach irgendwann heute im Laufe des Webinars und Sie werden dann gleich sehen, was das Ganze auf sich hat. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommen wir natürlich zu unserem heutigen Speaker, zum Daniel Frey. Daniel, du hast eine Präsentation mitgebracht, die bekommst du jetzt und dann ist das bereits schon deine Bühne. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Philipp. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen heute zu unserem Webinar, bei dem ich Ihnen unseren brandneuen Token sozusagen vorstellen darf, unser brandneues Produkt. Vom Ablauf her aber ganz kurz zuerst mal zu mir, meine Person. Mein Name ist Daniel Frey. Bin 50 Jahre alt, geboren in Deutschland im Südschwarzwald. Ja, bin seit mittlerweile 32 Jahren im Bereich der Finanzen tätig. War bei unserer Muttergesellschaft, der WinBridge AG, beschäftigt von 2010 bis 2017 und seit der Gründung der WinBridge Asset Management GmbH in Deutschland dort als Geschäftsführer tätig. Heute geht es darum, dass ich Ihnen zuerst einen kurzen Einblick in den Währungsmarkt gebe. Also sprich, das steht ja bei uns über allem, dieser Währungsmarkt. Das ist das, in dem wir Spezialist sind. Also kurzer Einblick. Und dann geht es selbstverständlich über das Thema Token. Was ist das? Was steht dahinter? Wie funktioniert das Ganze? Ja? Gut, zur Historie des Unternehmens. Gegründet wurden wir von Software-Spezialisten tatsächlich 1992 in der Schweiz. Und hier wurde nichts anderes gemacht als Börsensoftware erstellt, Börsensoftware entwickelt, Handelsansätze, Handelsstrategien, Algorithmen sozusagen. Das Ganze hat man dann lizenziert. Entschuldigung, oder verkauft. Und 2010 hat man sich dann gesagt, warum nutzt man ein Produkt, von dem man genau weiß, was es beinhaltet, warum nutzt man sowas nicht selber? Man hat dann ein Pilotprojekt mit einer Handvoll Vermögensverwaltern in der Schweiz gestartet und hat diesen Einstieg in den Devisenhandel gestartet. Das ging 2 Jahre, sehr erfolgreich, und dann wurde entschieden, dass man damit in der Schweiz an die Öffentlichkeit geht. Hat sich regulieren lassen und ging mit diesen Forex Managed Accounts an den Markt. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Kunden, gerade auch aus Deutschland und aus Österreich dazu.
weshalb dann die Entscheidung gefallen ist, dass man zusätzlich in Deutschland eine Tochtergesellschaft gründet. Das hat man dann im Dezember 2017 noch gemacht und dann 2018 haben wir die BaFin-Genehmigung erhalten. Wir sind also der BaFin unterstellt und somit in Deutschland als Portfolio, als Vermögensverwalter tätig. Das war dann auch der Start unserer Geschäftstätigkeit. Was bieten wir sonst noch an? Wir haben eine Kryptovermögensverwaltung über Liechtenstein. Seit dem 1. Oktober, also auch ganz frisch, sind wir in unseren neuen Büroräumen in der Sendlinger Straße München. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, seit dem 11.11.2022 haben wir mit der Firma Gubi, die auch in München sitzt, Sie haben es gerade schon gehört, der Herr Tobias Eckel ist auch im Hintergrund jetzt mit dabei. Falls nachher noch Fragen sind, speziell zum Token, haben wir ja am 11.11. diesen Token auf den Markt gebracht. Ja, und dann noch ab vierte Quartal gibt es noch einen Publikumsfonds. Das heißt, wir haben hier einfach verschiedenste Verpackungen für diesen Devisenhandel. Und heute darf ich Ihnen dann eben die eine Verpackung, die brandneue, vorstellen. Wer sind wir? Was hat uns groß gemacht, die Winbridge? Wir sind Spezialist in diesem digitalen, vollautomatisierten Devisenhandel. Und wir greifen eben seit 2008 auf unsere Algorithmen zurück, die in den Anlagestrategien angewandt werden. Alle Handelsansätze, alle Handelssysteme, Strategien sind von uns selbst entwickelt und genau durch diese erreichen wir eben immer wieder sehr gute Ergebnisse für unsere Kunden. Schauen wir uns jetzt eben diesen Währungsmarkt etwas genauer an, dass Sie einen kurzen Einblick erhalten. Selbstverständlich können Sie immer Ihre Fragen stellen, auf die ich entweder während des Vortrags und dann vor allen Dingen aber zum Schluss natürlich, die ich gerne beantworten werde. Okay, was heißt es, Währungen zu handeln? Also unser Markt ist dieser Währungshandel, dieser Devisenmarkt. Und die Ergebnisse entstehen durch nichts anderes, als dass wir Währungen gegeneinander tauschen. Und dieser Währungsmarkt ist der größte Finanzmarkt weltweit, denn wir reden hier über ein tägliches Volumen, welches gehandelt wird, von über 6,5 Billionen US-Dollar. Und somit reden wir eben über den liquidesten und größten Finanzmarkt weltweit. Das Ganze findet statt. Viele kennen den Aktienhandel aus Filmen. Vielleicht war auch schon jemand mal in Frankfurt an der Börse. Da gibt es ja das Parkett, auf dem die Händler stehen und durch Angebot und Nachfrage eben hier Aktien gekauft und verkauft werden. So ein zentraler Handelspunkt, Handelsmarkt, gibt es im Währungshandel nicht. Hier sind die Banken miteinander vernetzt. Man nennt es diesen Interbankenhandel. Und über diesen Interbankenhandel werden Devisen gekauft, Währungen gekauft und verkauft. Und ganz klar, unser großer Vorteil, gerade den Aktien gegenüber, ist dieser Markt, der 24/5 geöffnet ist. Was heißt es? Wir können also 24 Stunden, 5 Tage am Stück Währungen handeln. Das startet am Sonntagabend um rund 23 Uhr, wenn ganz im Osten die Sonne aufgeht und dort die Märkte eröffnen. Rund um die Uhr bis am Freitagabend, ganz im Westen sozusagen zu unserer Uhrzeit, um rund 23 Uhr die Märkte schließen. Und das gibt uns natürlich unglaubliche Möglichkeiten, hier unsere Handelsansätze rund um die Uhr einzusetzen und hier Profit für unsere Kunden zu erzielen. Hier kommt schon die erste Frage: Wie war denn die Performance bei Ihnen im zweiten Halbjahr nach Abzug der Kosten für Anleger? Das sehen wir gleich, auf die Performance gehen wir gleich drauf ein. Also, ich habe schon gesagt, wir handeln Währungen. Und zwar handeln wir immer zwei Währungen gegeneinander. Das heißt, eine Währung gibt man her, zum Beispiel den Euro, um den US-Dollar zu kaufen. Wir bei Winbridge konzentrieren uns
ausschließlich auf diese 8 Hauptwährungspaare. Der US-Dollar, der Euro, australischer Dollar, Schweizer Franken, britisches Pfund, kanadischer und Neuseeland-Dollar und der japanische Yen. Und durch diese 8 Währungspaare haben wir die Möglichkeit, 8 Währungen haben wir die Möglichkeit, 28 Währungspaare zu handeln. Das heißt, wir haben schon eine Diversifizierung innerhalb dieses Währungshandels. Also wir können auch schon schauen, welche Währungspaare laufen vielleicht parallel, welche laufen auch entgegengesetzt. Also wir schauen schon auf diese Diversifizierung. Warum handeln wir nur die Hauptwährungspaare? Das hat mit Risikominimierungsgründen zu tun und Kostenminimierungsgründen. Ja? Also bei diesen 8 Hauptwährungspaare gibt es das größte Volumen, was gehandelt wird. Das heißt, will man eine Position zu einem bestimmten Kurs verkaufen, findet man hier immer einen Käufer, der zu diesem Preis kauft. Und die Kosten sind eben weitaus geringer, als wenn man noch irgendwelche exotischen Währungspaare handelt. Ja, und dann haben wir mittlerweile über 50 Handelsansätze im Einsatz. Warum so viele? Ganz einfach, es gibt immer verschiedene Phasen im Markt. Also Seitwärtsphasen, in denen nicht viel Bewegung stattfindet, starke Trendphasen und so weiter und so fort. Und so gibt es eben unterschiedliche Marktphasen. Und unser Ziel ist es einfach, jede Marktphase mit verschiedensten Handelsansätzen, Handelsstrategien abdecken zu können, dass man in unterschiedlichsten Phasen eben auch die Möglichkeit hat, positive Ergebnisse zu erzielen. Dann schauen wir uns mal an, wer sind die Marktteilnehmer in diesem Währungsmarkt. Und dann fangen wir bei den absoluten Big Playern an und das sind quasi die Zentral- und Notenbanken. Die FED in Amerika, die Europäische Zentralbank und zum Beispiel die Schweizer Nationalbank. Die drehen hier am meisten Kapital und Geld in diesem Devisenhandel. Dann kommen die globalen Devisenbanken dazu, wie die Deutsche Bank, die UBS, JP Morgan und so weiter und so fort. Dann kommen aber auch internationale Unternehmen dazu. Cola, VW, Nestle ist hier aufgeführt. Aldi ist auch immer ein sehr gutes Beispiel. Ja, und letzten Endes natürlich institutionelle Marktteilnehmer, so wie wir es sind, die Firma Wimbridge, Versicherungen, Pensionskassen, Fondsgesellschaften. Warum zeige ich Ihnen das jetzt? Ganz einfach. Sie haben über Ihre Hausbank keine Möglichkeit, an diesem Markt, an diesem weltgrößten Finanzmarkt teilzunehmen. Ihre Hausbank aber nimmt sehr wohl an diesem Markt teil. Die verdienen sogar sehr gutes Geld beim Handel von Devisen. Und wir als Wimbridge, wir geben Ihnen jetzt die Möglichkeit, den Zugang zu diesem Devisenhandel. Das ist einfach der Hintergrund. Wir bieten privaten Anlegern, natürlich auch institutionellen Anlegern, die Möglichkeit, an diesem Markt teilzunehmen und daran zu partizipieren. Ja, wenn keine weitere Frage sind, komme ich jetzt tatsächlich auf unsere Historie zu sprechen. Also, was haben wir in der Vergangenheit an Performance, an Ergebnissen für unsere Kunden, für unsere Anleger erzielt? Und dann starte ich hier jetzt erstmal mit einem Linienchart, dass man erstmal sieht, wie hat sich die Performance entwickelt. Schauen Sie sich es erstmal an. Also erstmal wichtig ist, die Linie geht von links unten nach rechts oben. Das ist schon mal positiv. Was kann man aber erkennen? Man kann erkennen, dass so im ersten Drittel dieses Liniencharts sehr starke Anstiege sind, aber auch sehr starke Rückgänge. Das heißt, wir reden über sehr starke Schwankungen für den Anleger. An was liegt es? In der Anfangszeit haben wir noch mit einem
stärkere Risiko sozusagen gehandelt. Dadurch sind größere Schwankungen entstanden. Wir haben dann aufgrund dieser Ereignisse gesagt, wir wollen keine so starken Drawdowns mehr für unsere Anleger. Wir passen unser Risikomanagement an. Sie sehen es dann, dass die Kurve dann vom ungefähr ab 2013 etwas flacher wurde, trotzdem noch Schwankungen vorhanden sind. Irgendwann haben wir unser Risikomanagement nochmal angepasst und seither läuft die Kurve relativ geglättet. Das heißt, wir haben die Schwankungen, das Risiko so reduziert, dass Sie als Anleger nicht mehr nervös werden müssen. Trotzdem erzielen wir noch gute Ergebnisse für unsere Anleger. Schauen wir uns das Ganze mal an. In Tabellenform. Sie haben also jedes Jahr mit dem Jahresendergebnis. Das Jahresendergebnis ist immer kumuliert. Ganz oft fällt natürlich den meisten der August 2011 ins Auge. Das ist unser historisch größter Drawdown, den wir in der Vergangenheit erzielt haben. Das war jetzt zum Beispiel ein massiver Grund, warum wir eben gesagt haben, wir müssen unser Risikomanagement anpassen. Man muss aber dazu sagen, dass selbstverständlich dieser August 2011 der historisch größte Drawdown war. Letzten Endes aber nur für den Anleger, der im August eingestiegen ist. Alle Kunden, die davor schon investiert waren, das sehen Sie zuvor, die hatten sehr gute Performance schon zuvor. Das heißt, für die war der Drawdown selbstverständlich nicht so groß. Trotz allem, ich will es nicht beschönigen, es war natürlich massiver Drawdown, Kapitalrückgang. Das hing aber auch damit zusammen, dass Anfang des Jahres, im März, April, Fukushima, der Super-GAU, stattgefunden hat. Beim Euro wusste man wirklich nicht, wie lange gibt es diesen Euro noch. Das heißt, Griechenland war am Schwanken, am Wanken, Italien und Frankreich auch. Und das gab solche Zerwürfnisse am Markt, dass man nicht wusste, wie lange gibt es den Euro noch. Ja, kurz und gut, 2017 sehen Sie Mai, Juni, Juli, August, unser historisch größter bzw. längster Drawdown. Also auch das gibt es natürlich mal, dass man über einen längeren Zeitraum so einen Kapitalrückgang akzeptieren muss. Ja? Oder man zieht natürlich als Kunde die Reißleine, was man ja jederzeit kann. Das heißt aber, um ein Resümee zu ziehen, Sie sehen, dass wir außer 2017 immer positive Jahresergebnisse hatten und immer über 10% erzielt haben, außer diesem Jahr 2017. Und jetzt komme ich auf die Frage zu sprechen, wie sieht die Performance denn aus, wenn die Gebühren abgezogen sind? Und dann darf ich Ihnen sagen, Sie sehen es ganz groß in der Überschrift, wir reden hier über die Nettowertentwicklung. Das heißt, die Kosten, die im Produkt inbegriffen sind, sind bereits in Abzug gebracht. Es ist also die Netto-Performance für den Kunden. Natürlich nach Steuern. Entschuldigung, vor Steuern. Versteuern muss es natürlich jeder Kunde noch selber. Aber alle Kosten sind bereits hier mit berücksichtigt. Und wenn man jetzt die nähere Zeit sich anschaut, in diesem Jahr, jeder, der in Aktien, in Immobilien, in Gold oder Silber, in Kryptowährungen investiert ist, der weiß, beziehungsweise der ist mit seinem Depot in Minus. Auch wir haben ein relativ schwieriges Jahr hinter uns. Trotz allem haben wir es geschafft, dass wir aktuell natürlich im Plus sind. Es entspricht noch nicht unserem Anspruch mit 2,8% seit Jahresbeginn. Trotz allem sind wir hier im Plus nach Abzug aller Kosten. Und das ist wichtig auch zu sehen für den Anleger. Okay, wir korrelieren nicht mit anderen Märkten, mit Aktienmärkten, mit Rohstoffen, mit Krypto und so weiter. Also das heißt, wir sind... Die Märkte laufen nicht parallel, sondern konträr. Schauen wir uns mal an,
die Nettowertentwicklung in Prozent seit 2010. Und dann sehen Sie hier Winbridge, den MSCI World in Grau, den DAX in Rot und das Gold in Gelb. Also Sie sehen hier die unterschiedlichen Wertentwicklungen, einfach, dass man es mal kurz gesehen hat. Und zum Thema Diversifikation habe ich hier Ihnen noch eine kurze Folie. Hier sehen Sie die Korrelation. Also laufen die Märkte gleich oder nicht gleich? Dann sehen Sie hier, dass die Terroranschläge 9/11 im DAX ein Einbruch von fast 9% stattgefunden hat, der Euro-US-Dollar jedoch zugelegt hat. Und beim Corona-Crash vom Februar 20 bis März 20 sehen Sie, der DAX ist um über 38% zurückgegangen, der Euro-US-Dollar um rund 1%. Aber Sie sehen die Relation, ja? Der Euro-Yen hat sogar zugelegt. Und der Euro-Schweizer-Franke hat ein leichtes Minus. Und das ist der Punkt, an dem wir sagen, unser Produkt gehört in jedes Portfolio. Einfach zum Ausgleich der anderen Finanzprodukte, weil wir nicht korrelieren. Ja, dann schauen wir kurz an, warum wir das Produkt empfehlen. Zugang zum größten Finanzmarkt der Welt. Eine Produktpalette mit Alleinstellungsmerkmalen, negativ Strafzinsen vermeiden, das gibt es bei uns nicht. Es gibt keine Straf- oder Negativzinsen. Manche Banken kommen jetzt auch davon weg, es gibt aber noch genügend Banken, bei denen sie Strafzinsen zahlen. Und bei uns, egal wie groß sie ihr Konto bei uns haben oder am Devisenhandel partizipieren wollen, es gibt bei uns keine Negativ- und Strafzinsen. Ja, und dann natürlich der Inflation entgegenwirken. Das ist auch wichtig, dass man ein Produkt im Portfolio hat, mit dem man dieser Inflation entgegenwirkt. Selbstverständlich sind wir diesem Jahr auch noch nicht so weit, dass wir die Kaufkraft voll entgegenwirken. Aber wir tun unseren Teil dafür, das Ergebnis hier noch zu erzielen. Ja, und dann sind wir der BaFin unterstellt, BaFin zertifiziert, und wir arbeiten auch nur mit Produktpartnern zusammen, die eben höchste Regulierung genießen. Gerade jetzt nachher beim nächsten Punkt, in dem ich das Produkt vorstelle, den Token, alle sind in Deutschland, alle Firmen sind in Deutschland und sind zertifiziert, und das ist ganz wichtig zu wissen. Hier kommt jetzt noch eine Frage: Wenn Sie eine Währung kaufen, wie lange wird die Währung im Durchschnitt gehalten? Bekommt man auch Zinsen? Erhält man hier nur Währungsgewinne oder Verluste? Also, die Währungen werden unterschiedlich lange gehalten. Wir haben also je nach Handelsansatz, zum Teil sind wir nur 1-2 Stunden investiert. Es gibt also sehr wohl aber auch Handelsansätze, in denen wir mal mehrere Tage investiert sind. Und wie Sie richtig fragen, es gibt also zum Teil auch Zinsgutschriften, unter Umständen aber auch Zinsbelastungen. Aber das ist alles in der Tabelle, was Sie gerade gesehen haben, mit berücksichtigt. Und dann erhält man eben nicht nur Währungsgewinne und Verluste, sondern auch Zinsen. Aber das darf ich Ihnen sagen, ist ein relativ kleiner Anteil, also diese Zinsen, Gutschrift oder Belastung. Vor allen Dingen gibt es das nur, wenn man wirklich über Nacht investiert ist. Wenn man tagsüber kauft und am selben Tag wieder verkauft, gibt es sowas überhaupt nicht. Dann kommt die Frage, was für Strategien werden verwendet? Da sind wir ganz breit aufgestellt. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle 50 Handelsansätze hier aufzählen. Wir sind sehr breit aufgestellt, was diese Handelsansätze, Handelsstrategien angeht. Wir nutzen hier sämtliche Indikationen und so weiter und so fort im Hintergrund. Aber das wird jetzt hier, entschuldigen Sie bitte, wirklich zu weit führen. Ja, soweit als ganz kurzer Einblick in den Währungshandel. Jetzt kommt schon die nächste Frage: Welchen Betrag muss man mindestens einsetzen? Da kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, wenn wir jetzt auf das Thema Winbridge Token VT1 kommen. Jetzt dürfen Sie mir mal einen Gefallen tun. Schreiben Sie jetzt mal einfach in den Chat,
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Token hören? Das würde mich mal interessieren. Tippen Sie mal ganz kurz fleißig ein, was Ihnen als erstes einfällt. Ja, also ich lese hier mal Blockchain, Bitcoin, Golf, naja, Anteil, Krypto, verbriefte Rechte, Krypto, flexibel, kostengünstig, ja, Blockchain-Token, Währung, Shitcoin, jawohl, super, Verschlüsselung, Finanzkonstrukt in der Blockchain. Okay, also wir haben hier die unterschiedlichsten Begriffe und viele sind auch mit, wenn man es so liest, negativ behaftet. Also, man muss jetzt mal ganz klar, ganz kurz abklären. Ein Token hat erstmal nichts mit einer Kryptowährung wie dem Bitcoin zu tun. Hier FTX-Pleite, sehr gut, jawohl. Mit sowas hat es auch nichts zu tun. Erstmal, ja, sondern es hat, und hier steht zum Beispiel Blockchain, mit Blockchain zu tun. Das heißt, es hat einfach was mit der Technik zu tun, mit der Digitalisierung, die im Hintergrund stattfindet, zu tun. Das heißt, wir als WinBridge nutzen nichts anderes, als dass wir ein sogenanntes Managed Account, was wir schon lange anbieten, also ein Konto, das sich im Hintergrund befindet, digitalisieren und anbieten. Das hat nichts mit Kursschwankungen, wie Sie es vom Bitcoin kennen, zu tun, sondern es hat rein damit zu tun, dass wir diese Technologie nutzen. Also schneller, effektiver, kostengünstiger hier diese Technologie nutzen. Und ich habe Ihnen hier mal jetzt einen kurzen Film mitgebracht. Da darf ich den Philipp bitten, den Film einfach mal ganz kurz abzuspielen. Jawohl, Ton an. Und wir schreiben den 11.11.2022. Mach dich bereit, Zeuge zu werden. Zeuge einer Evolution. Der Geburt einer neuen Asset-Klasse. Devisenhandel, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Heute schaffen wir den Quantensprung in die digitalisierte Welt mit einer Weltneuheit. Vertrauen, Nachhaltigkeit, echte Werte. Managed Accounts, abgebildet als spürbares NFT. Verewigt in der Blockchain. Es gibt einen Punkt für den perfekten Einstieg. Also mach dich bereit für den WinBridge Token WT1. Jetzt! Prima. Jetzt würde ich wieder auf die Präsentation gehen. Genau. Also, was ist ein Token? Sie müssen sich vorstellen, im Hintergrund ist immer das Managed Account. Also Sie kaufen einen Token und bezahlen das Geld ein, erhalten einen Token. Und das Kapital ist im Hintergrund verfügbar. Also es ist immer ein Gegenwert da. Und das ist jetzt zum Beispiel schon mal ein ganz großer Unterschied zu einer digitalen Währung, zu einem Bitcoin. Ein Bitcoin entsteht durch Fantasie. Anleger sind interessiert an Bitcoin, den zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Wert steigt. Und dadurch entsteht ein Preis zum Beispiel von einem Bitcoin. Bei uns
steht immer das Kapital im Hintergrund. Also ein festes Kapital, was Sie einbezahlt haben. Und wir machen nichts anderes, als im Hintergrund mit diesem Kapital im Devisenmarkt, so wie ich das gerade erklärt habe, im ersten Teil der Präsentation zu arbeiten. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Und im Hintergrund ist es ein sogenannter NFT, also ein Non-Fungible Token. Das heißt, es ist ein Begriff aus der Welt der Kryptowährung. Und wie es hier steht, es ist ein Gegenstand, der abgebildet wird auf der Blockchain. Das heißt, der Gegenwert ist hier nicht virtuell, sondern real, weil dieses Konto im Hintergrund steht, des Managed Accounts. Man kann sich so etwa vorstellen wie mit einem Gemälde. Ja? Sie kaufen einen Anteil von einem Gemälde und dieses Gemälde wird dann digitalisiert und Ihnen auf Ihrem Wallet abgebildet. Und so erhalten Sie von uns quasi auch ein Abbild des Tokens in Ihrer Wallet, dass Sie Ihren Token immer sehen und im Hintergrund wird quasi mit Ihrem Kapital gearbeitet. Wer kann jetzt so einen Token erwerben? Im Prinzip jeder weltweit. Es gibt allerdings Länder, in denen so ein NFT nicht erlaubt ist. Das gibt es tatsächlich noch. Und natürlich Personen aus den Vereinigten Staaten beziehungsweise Kanada. Dort ist es nicht erlaubt. Das hat wieder andere Gründe natürlich, warum wir diesen Personen das nicht erlauben. Der erste Token, den wir auflegen, das erste Gebilde, ist quasi 25 Millionen Euro von der Größe her. Und kaufen kann man so einen Token ab 1.000 Euro. Ein Token ist gleich 1.000 Euro. Das heißt nichts anderes, als dass wir 25 Bilder gibt es von so einem Token, der dann in die Wallets unserer Anleger zur Verfügung gestellt wird. Ich habe jetzt gerade vorher schon gesehen, es fragt jemand, über wen wird das Ganze, über welchen Kryptowert wird es gelauncht, und zwar ist das die Polygon. Unsere Zielrendite jährlich beträgt 20%. Das ist unser Anspruch, was wir intern geplant haben als Zielrendite. Und jetzt sehen Sie gleich, bei den Managed Accounts haben wir jetzt eine Zielrendite von 10%. Netto. Hier haben wir das Ganze etwas höher angesiedelt. Und der Wert, den der Token erzielt, kann jeder Anleger immer auf seiner sogenannten Wallet, eine Wallet ist nichts anderes als eine digitale Geldbörse, kann er den Wert regelmäßig verfolgen. Da wird also monatlich veröffentlicht, kann jeder sehen, was ist mein Token aktuell wert. Und auch hier wieder abzüglich bzw. schon beinhaltet alle Kosten. Erwerben kann man das Ganze über unsere WinBridge-Plattform. Der Token ist jederzeit übertragbar ab dem 31.12. und wird in einer Wallet aufgebahrt sozusagen. Sie haben also Ihren Token in Ihrer Wallet liegen und haben jederzeit Zugriff und können den dann ab dem 31.12. den Token sozusagen weiterverkaufen. Das Ganze, die Aufbewahrung, findet statt über Gubi beziehungsweise über auch hier wieder ein regulierter Partner in Deutschland. Also die Wallet, die Aufbewahrung liegt bei einem deutschen lizenzierten Unternehmen. Und das ist immer ganz wichtig zu wissen. Wir haben ja vorher, habe ich kurz gefragt, was fällt Ihnen ein bei Token? Und dann gibt es halt einfach viele, ich nenne es jetzt einfach mal schwarze Schafe auf dem Markt, die zum Teil eben nicht in Deutschland sitzen, sondern auf irgendwelchen Offshore-Inseln. Und dann passiert genau das, was wir ja hier auch schon erwähnt haben vorher, dass der Token auf einmal nirgends mehr ist, nichts mehr zu finden ist, wie auch immer, kein Gegenwert mehr da ist. Wir haben alle Partner in Deutschland quasi in der EU reguliert. Und das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. Nach höchsten Sicherheitsstandards, ich habe schon erwähnt, wir selber sind auch BaFin reguliert. Die Verwahrung in Deutschland ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Verleihen der Werte kann man nicht.
externe Zugriff gibt es nicht. Sollte jemand ein Passwort verlieren für seine Wallet, das gibt es ja, hat manch einer vielleicht schon gehört, dass jemand Bitcoin gekauft hat, findet aber seinen UBS-Stick nicht mehr oder findet einfach sein Passwort nicht mehr. Das gibt es hier nicht. Hier kriegt man jederzeit wieder Zugang zu seiner Wallet über den Anbieter. Ja, und letzten Endes kann man dann so einen Token auch relativ einfach weitersenden oder empfangen. Kurzer Presseartikel dazu, Besteuerung zu NFTs. Ich weiß nicht, wer sich hier auskennt. Es ist so, dass NFTs derzeit steuerfrei weiterverkauft werden, wenn man sie länger als ein Jahr hält. So ist die aktuelle Rechts- und Steuerlage. Wie hat man jetzt die Möglichkeit, so einen Token zu erwerben? Das ist relativ einfach. Das funktioniert über unsere Homepage winbridge-token.de. Von dort aus gelangen Sie zum Erwerb, zum Zugang von dem Token. Das heißt, Sie registrieren sich erstmalig mit E-Mail-Adresse, vergebenem Passwort. Und das ist genau der Punkt, haben Sie dieses Passwort irgendwann mal vergessen und wissen es halt nicht mehr, dann kann man relativ einfach ein neues Passwort anfordern und kommt jederzeit auf die Wallet zurück. Das heißt, nichts ist verloren, alles ist noch da, die Zugänge werden neu geschaffen. Ja, ich habe hier einfach ein paar Screenshots gemacht. Das heißt, Sie loggen sich ein mit Ihrem neu vergebenen Passwort, sagen Invest Now, also jetzt investieren. Dann gehen Sie weiter und sagen, geben Ihre persönlichen Daten an, Sie geben Ihre Anlageziele an, also was ist Ihre Risikotoleranz, wie lange wollen Sie investieren. Unser Zeithorizont, den wir empfehlen, sind 3 bis 5 Jahre. Dann geben Sie Ihre finanziellen Verhältnisse an. Das hat einfach mit der Geeignetheitsprüfung zu tun. Und letzten Endes geht es dann noch um Ihre bisherige Handelserfahrung. Und dann sind Sie schon an dem Punkt, an dem Sie entscheiden, wie viele WT1 möchte Sie denn kaufen, beziehungsweise welches Kapital möchten Sie einsetzen. Und hier nochmal ein Token, 1000 Euro. Entweder Sie schreiben links 1 rein für einen Token oder rechts 5000 Euro für 5 Token und sagen, gehen weiter zur Zahlungsmethode. Dann kommt schon die Seite, wo steht kostenpflichtig kaufen. Dort erhalten Sie dann quasi die Kontoverbindung, auf die Sie das Kapital dann überweisen, Ihre Einlagesumme. Wichtig, zwischendurch findet natürlich noch eine Identifikation statt. Sie müssen sich also über Videoident identifizieren, dass auch hier das KYC, also die rechtlichen Angaben gesichert sind. Das hat mit dem Geldwäschegesetz zu tun. Ja, und dann haben wir natürlich so einen kleinen Zusatz, nämlich diejenigen, die als die ersten 100 Erwerber des Tokens erhalten eine Silbermünze, also echtes Silber mit dem Logo des WT1 sozusagen mit eingedruckt. Ja, insofern komme ich jetzt schon zum Ende dieser Vorstellung. Jetzt sind natürlich viele Fragen da. Soviel ich weiß, hat der Tobias Eckel hier, glaube ich, mitgelesen. Und ich, was mir jetzt natürlich während dem Vortrag schwer war, hier auf alle Fragen zu antworten, aber die gehen wir jetzt noch miteinander durch. Ich darf noch darauf hinweisen, auf unseren Disclaimer. Sie können diesen Vortrag natürlich im PDF-Format erhalten und dort ist dann natürlich auch der Disclaimer noch mit dabei. Ja, schauen wir kurz auf die Fragen. Hallo Tobias. Hallo Daniel, grüß dich und hallo erstmal an alle Teilnehmer. Ich darf vielleicht noch mal ganz kurz sagen, der Tobias, der Herr Eckel, ist der Gründer von der Firma Gubi, die
mit uns dieses Tokenisierungsprojekt an den Markt gebracht hat. Die absoluten Spezialisten, wenn es um Tokenisierung geht. Und er hat natürlich auch das Hintergrundwissen zum Token, was alles dahinter steht und so weiter und so fort. Und darum ist er heute einfach mit dabei, um hier die spezialisierten Fragen auch mit mir zu klären. Genau. Hallo. Hallo erstmal in die Runde. Hallo an alle Teilnehmer und freue mich natürlich und Gratulation auch an Winbridge zum Start des neuen Token jetzt letzten Freitag. Und ich glaube, man konnte gut erkennen, welche Vorteile und welche Möglichkeiten darin bestehen. Ich habe tatsächlich die Fragen auch schon gesehen, kamen unter anderem auch Fragen auf, natürlich ein bisschen geteilt zum Thema Token selber und zum Teil Devisenhandel. Daniel, vielleicht als Vorschlag an der Stelle auch für Sie als Teilnehmer, glaube ich, interessant, würde ich das Thema Token mal kurz behandeln und Daniel, wenn du auf die Fragen zum Devisenhandel eingehst, genau. Die Frage, wo schon mal steht, wo wird der Token gehandelt? Binance OpenSea. Also tatsächlich ist der NFT ein Utility-Token, das Klammer auf Klammer zum Gutschein-Token. Er kann von einem jemanden, der den Token tatsächlich erwirbt, dann auch auf einer Exchange, das ist sowas wie Binance oder OpenSea, auch tatsächlich aufgenommen werden. Das ist korrekt. Natürlich muss die Plattform jeweils das auch zulassen. Vom Grundsatz empfehlen wir das weniger, denn es wird ab dem nächsten Jahr in 2023 auch eine Plattform seitens Winbridge auch mit Gubi über Gubi geben, sodass dort auch dementsprechend der Handel vorgenommen werden kann. Dann war das nächste Anfrage, wir rutschen immer die Fragen hier so ein bisschen durch da rein. Für was brauche ich den Token, wenn sowieso ein Account im Hintergrund steht? Also im Grundsatz her ist es so, der Token ist, wenn man heute verschiedene andere mögliche Vehikel sieht, ein Thema, dass man dort natürlich schneller im Handel wird. Das Ganze ist natürlich auch unveränderbar auf der Blockchain gestellt und programmiert, bedeutet auch, es ist eine hohe Sicherheit dahinter. Und in Zukunft, wenn man sich gestern zum Beispiel die Presse sich angeschaut hat, wo es wieder um dieses Thema Bargeld, Obergrenzen geht und so weiter, umso mehr sieht man, wie stark wir in dieses Thema Digitalisierung hineinkommen und es auch keinen Weg mehr zurück gibt. Insofern ist es genau da das Thema, warum man jetzt immer mehr Produkte auch im Finanzbereich über den Token finden wird. Und dieser Token bildet sich halt auch ab, der VT1, dass Sie ihn im Handel zukünftig auch relativ schnell im Sekundenhandel nutzen können und gleichzeitig aber auch tatsächlich tauschen können zu anderen Kryptowerten. Also es ist ein sehr flexibler Token, der da gemacht worden ist. Dann könnte man den Token auch im Teilbesitzer an einem Projekt bezeichnen. Also es ist da, dass es ein non-fungible Token ist und es vorhin auch schon von Herrn Frey benannt worden ist, dass es sich um einen NFT handelt, ist tatsächlich der immer einzigartig. Deswegen gibt es für jeden einzelnen Token, den man erwirbt, auch ein einzelnes, für sich stehendes Abbild. Deswegen 25.000 Bilder, wenn Sie sich erinnern können. Das bedeutet also, jeder Token hat ein Bild, das individuell ist und auch in sich geschlossen ist. Also kein Teilbesitz an der Stelle ist. Ja, ganz wichtig, was dieses NFT-Thema auch abbildet. Dann gehe ich mal kurz über die zwei Punkte hinweg, die ich noch sehe hier. Kann ich den Token nach Winbridge zurückgeben? Tatsächlich ist es so, dass ein sogenannter Umtausch möglich ist, immer halbjährlich an Winbridge, das mit dem Thema Token. Das heißt also nicht nur der Handel zwischen zwei völlig neutralen Personen, also jemand, der den Token erwerben möchte und der den Token hat, findet statt, sondern es wäre auch ein Umtausch möglich bei Winbridge, so nennt man das dann in dem Jargon, dass man den Token quasi umtauscht bei Winbridge. Das Ganze ist halbjährlich möglich. So ist es dann auch, sage ich mal, was das Thema der Fungibilität betrifft, also der Veräußerbarkeit, wie man so schön sagt, auch gegeben. Darauf haben wir in der Konzeption auch geschaut und die Rechtsanwälte. So, dann war noch die Frage, PayPal Kauf möglich. Aktuell haben wir nur den Zugang über Überweisung. Das hat einfach damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen als allererstes mal überhaupt den Zugang schaffen zu diesem Token, wenn er fertig ist. Das haben wir jetzt damit getan. Die Plattform ist angelegt.
Herr Freiheit ganz kurz auch erklärt und erläutert, wie das funktioniert über die Plattform. Ich denke, es ist sehr einfach gehalten. Mit dem Video-Ident haben wir die einfachste Möglichkeit gewählt, sich zu identifizieren. Wir werden natürlich dynamisch daran auch arbeiten. Und ich kann heute schon versprechen, dass PayPal sicherlich auch eine Zahlungsweise wird, die wir im Verlauf anbieten werden, aber jetzt aktuell noch nicht berücksichtigt ist. Dann kam die Frage auf, was ist der Vorteil gegenüber eines klassischen Fonds? Also hier auch nochmal ganz klar, es gibt mehrere Vorteile, aber eins ist auch ganz klar, einer der wesentlichen Vorteile ist auch die Veräußerbarkeit unter Personen, ob jetzt natürlich oder juristisch. Das ist ein wesentliches Element, also die Liquidierung bzw. Veräußerbarkeit. Das ist ein zentraler Punkt, um schneller zu handeln. Und was natürlich noch ein Thema ist, die Aufbewahrung in einem Wallet spielt natürlich dann im Vergleich zu den herkömmlichen heute Girosammelverwahrungen mit Valutas und alles, was Sie heute so auch Thema der Banken kennen, eigentlich keine Rolle mehr, weil Sie haben eine Girosammelverwahrungsthematik über Easy-Nummer oder WKNs, brauchen Sie nicht mehr. Ja, das heißt, all diese Dinge fallen weg. Das ist veraltet, ja, auch per se, obwohl es zu 99% noch genutzt wird. Aber es ist eine veraltete Technologie. WinBridge geht hier den klaren Schritt nach vorne. Bereits das, was sowieso auf uns zukommt, habe ich eingangs schon gesagt, im Bereich der Tokenisierung und der Digitalisierung mit dem Thema Blockchain. Hier ist die Technologie im Vordergrund. Und das ist auch das Elementare, wo man sich heute wirklich daran beteiligen kann, dass man einen Token kauft, der diese Vorteile schon hat, aber auch gleichzeitig flexibel ist, wirtschaftlich ist und natürlich, muss man natürlich immer wieder sagen, die Top-Performance natürlich durch das Währungsmanagement macht und vor allem die Nachhaltigkeit, die WinBridge zeigt, das nochmal an der Stelle auch nochmal aufgezeigt. Deswegen auch der Vorteil. Ich habe technisch nicht die Möglichkeit des Video-Ident, wie kann ich mich trotzdem beteiligen? Natürlich ist ein KYC möglich. Hier bitte ich natürlich, wenn Sie das nicht können, wenden Sie sich direkt an WinBridge, glaube ich, Daniel, das ist der einfachste Weg. Genau. Natürlich, wenn man die Möglichkeiten schaffen, dass jeder investiert. Deswegen, ein KYC muss gemacht werden, brauchen wir auch beim Wallet. Sollte es also nicht möglich sein, einfach dann über WinBridge direkt gehen und dann schafft man hier auch die Möglichkeit, dass Sie es erwerben können. Wir können das aber auch über ein Post-Ident klären, mit dem Sie direkt zur Post gehen, mit so einem Coupon. Das funktioniert auch. Okay. Ab wann ist die Registrierung möglich? Ich habe es mehrmals versucht, geht leider nicht. Also die Registrierung ist tatsächlich möglich. Da ist die Frage, an was es liegt, kann ich Ihnen jetzt natürlich technisch nicht in diesem Webinar jetzt beantworten. Ich kann nur so viel sagen, ich habe heute schon gekauft, persönlich auch. Bei mir hat es einmal frei geklappt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich gewundert, Video-Ident ging auch relativ schnell bei mir. Ich habe mir da mehr Ausflüchte gedacht, weil mein Passwort etwas anders ausschaut, wie ich jetzt gerade aktuell aussehe. Hat aber auch einmal frei geklappt. Also von der Seite her würde ich empfehlen, einfach direkt sich auch hier an WinBridge zu wenden. Die helfen dann auch weiter, haben dahinter auch einen Top-Support. Es wird schnell reagiert. Wir haben mittlerweile den Support vollständig eingerichtet und einfach auch hier die Möglichkeiten nutzen, direkt auf www.winbridge-token.de. Da sind ganz unten die Angaben der E-Mail-Adresse auch eingegeben. Und wenn es darüber hinausgeht, auch wenn Fragen sind, sind die Fragen und Antworten auch eingestellt. Wir haben sehr viel zu den klassischen Fragen bereits schon hinterlegt. Dann verstehe ich nicht börsengehandelte Fonds. Es gibt doch börsengehandelte Fonds. Ja, also grundsätzlich ist der Unterschied auch nochmal, um das deutlicher darzustellen vielleicht. Ich kann es nur nochmal sagen, kaufen Sie sich heute einen Fonds, Beispiel in der Bank, mit einer sogenannten WKN oder Easy-Nummer, ja, haben Sie das Thema, dass Sie sogenannte Valuta-Zeiten haben. Das heißt also, wann kommt die Belastung, wann kommt die Gutschrift, dann können Sie über die Börse kaufen. Sie brauchen auch mehr eine Fondsgesellschaft, die das Ganze handelt. Sie werden von all diesen Dingen befreit. Ja, es gibt eine völlige Unabhängigkeit über diesen Token. Die neue Technologie über die Blockchain und die Systematik, die dahinter steckt, bringt eine neue Welt in sich mit all diesen Themen, die Sie nicht mehr brauchen. Sie brauchen einfach schlichtweg keine Finanzintermediären per se mehr, wie Banken oder Ähnliches. Das heißt, die Freiheit, die Sie haben in der Nutzung, die ist, das absolut individuellste, was es momentan auch gibt. Und vor allem ist eins ganz wesentlich wichtig, die Sicherheit der Blockchain. Alles, was Sie dort machen und über die es läuft, auch der Token,
Man kann diesen Token nicht verändern, man kann nichts mehr dagegen tun. Da mischt sich auch keiner mehr ein, ECT. Das ist alles feststehend. Ein ganz wichtiges Thema der Sicherheit. Dann haben wir, wie die Unfallgeneratoren der Blockchain garantiert, Power wieder bei Bitcoin. Also auf der Blockchain muss man die Unveränderbarkeit nicht garantieren. De facto ist heute das die sicherste Technologie, die es gibt. Seit Bestehen, als man die Blockchain eingeführt hat, gibt es heute auf der Blockchain selber keine Veränderungen. Das Einzige da, wo man, wenn man mal negative Nachrichten liest, geht es darum, dass man schlichtweg Anwenderproblematiken hat und das Thema Anwendung ein zentraler Punkt ist, über die man diskutieren kann. Also schlichtweg die Softwarelösung und die Lösungen, die an der Blockchain dran sind. Die Blockchain selber ist unveränderbar, würde auch dazu führen, dass die Blöcke falsch ausgelöst werden. Also das ist nicht möglich. Die Steuerfreiheit nach einem Jahr wird da nochmal angesprochen. Also freiheitsvoll angesprochen, es gibt das Thema, dass nach einem Jahr ein Kryptowert in Form der NFTs, nicht der FTs, sondern der NFTs, tatsächlich aktuell von den Finanzbörsen so gesehen wird, dass sie nach einem Wert wie auch Gold oder Ähnliches nach einem Jahr steuerfrei ist, darunter 600 Euro Freigrenze ist. Ob das hier beständig ist oder vom Bestand hat, das werden wir erst später sehen, da wir nicht weder hier das Finanzamt sind, die es anerkennen können, noch darauf ziehen, dass solche Dinge momentan noch schwankend sind. Aber wir weisen darauf hin, dass es heute Rechtsprechungen schon gibt dazu. Wie sich das aber dann verhält, das ist ein Thema, das werden wir kommen sehen. Momentan denken wir, dass es möglich ist, aber dafür gibt es leider an der Stelle gesagt keine Garantie. Welche Bilder kaufe ich? Was ist, wenn diese Bilder am Markt nicht gefragt sind? Also nochmal auch da, diese Bilder haben Sie vorhin mal gesehen in der Präsentation von Herrn Frey. Sie kaufen ein Bild nur in der Abbildung und dahinter, das ist sehr gut erklärt worden, fand ich, ist es so, dass Sie das Managed Account liegen haben. Das heißt, Sie haben also wirklich auch dahinter die Thematik, dass dieser Wert in diese Abbildung geht. Das ist so vertraglich in dem sogenannten Smart Contract auf der Blockchain auch bestätigt. Das bedeutet also, dass das nicht mehr veränderbar ist und damit dieser Wert sich auch entwickelt gemäß diesem Managed Account. Respektive, und das ist jetzt hochinteressant, ist die Limitierung bei 25 Millionen aller Token, die in dieser Tranche ausgegeben wird. Das ist maximiert. Das bedeutet, wenn alle mal weg sind und Sie können sich die Vorteile jetzt mal, sagen wir mal, darstellen, die ich Ihnen ja schon aufgezählt habe, die Herr Frey da gesagt hat, dann ist die Thematik die, dass natürlich auch der Kurs sich verändern kann, auch in der Begehrlichkeit dessen, dass andere den wollen, aber so nicht mehr direkt von Winbridge erwerben können, weil alle im Markt ausgegeben worden sind. Es gibt ja nur dann 25.000 Stück. Das ist für eine solche Tranche eigentlich gar nicht mal so viel. Also insofern muss man sagen, wird es dann natürlich darum gehen, auch einen Teil davon zu erwerben und respektive dann die Vorteile zu nutzen. Und das Bild, wie gesagt, ist nur die Abbildung der einzelnen Darstellung, dass es ein NFT ist. Wie unterscheiden sich Token und direkter Währungshandel? Also der Währungshandel selber findet ja in dem Token statt. Der Token ist nur das Vehikel. Dann haben wir weiter. Habe auch heute gekauft. War ganz einfach. Wunderbar. Super. Freut uns. Können Sie bitte noch die Differenz zwischen 20 und 10 erklären? Daniel, magst du da was dazu sagen, wie sich das darstellt, auch zum herkömmlichen Produkt oder auch zum Token? Das ist schon mal kurz erwähnt, Zielrendite ist höher. Also ich fange jetzt auch weiter oben an. Da steht schon, warum ist die anvisierte Rendite höher als bei dem Managed Account, wenn doch ein Managed Account dahinter liegt. Absolut berechtigte Frage. Es ist einfach so, wir sagen, wir haben ja immer wieder die Nachfrage nach vielleicht auch höherer Rendite, wenn jemand bereit ist, etwas mehr zu riskieren. Und das war der Hintergrund, was wir gesagt haben. Wir wollen hier mit diesem Produkt auch das Klientel bedienen, welche bereit sind, etwas Höheres, also wieder etwas höhere Schwankungen zu akzeptieren, dafür aber natürlich eine höhere Rendite zu erzielen. Und daher kommt auch, was die nächste Frage ist, die Differenz von 20% zu 10%, beziehungsweise wie kommen wir darauf? Wir können das natürlich im Hintergrund, die ganze Berechnungen haben stattgefunden. Also wir können ja genau sagen,
wie können wir in Richtung 10% kommen, und genauso können wir dann unser Risiko-Money-Management anpassen, dass wir eben auf ein höheres Ergebnis kommen, das muss ich trotzdem dazu sagen, bei relativ normalen Kursschwankungen. Also ganz klare Aussage. Ja. Was kommt noch? Ich muss jetzt selber gerade durchgehen. Die Registrierung, da hat der Herr Egel drauf geantwortet. Wie viel kostet ein WT1? 1000 Euro, ganz klar. Welche Preisschwankungen sind möglich innerhalb eines Tages, innerhalb von 7 Tagen? Das hängt natürlich mit dem Handel zusammen, aber Sie sehen ja, dass wir aktuell Schwankungen haben von, ich sage jetzt mal, maximal 3 bis 3%, 3+ bis 3-. Wenn Sie unsere Performance anschauen, dann sehen Sie, dass wir in letzter Zeit, das ist lange her, bei der wir mal einen Drawdown von 3% hatten. Das heißt, dieser Drawdown, diese Preisschwankungen werden nach wie vor sich in einem normalen Rahmen bewegen. Dann gehe ich weiter. Welche Bilder kaufe ich? Das haben wir schon beantwortet. Was sind die Unterschiede zwischen Token und direkter Währungshandel? Haben wir auch beantwortet. Dann kommt nochmal die Frage nach der Differenz, 20 zu 10. Okay. Kann es mehrere Tranchen geben? Wir haben jetzt schon die Anfrage, das kann ich vielleicht noch erwähnen. Die erste Tranche, wie der Herr Egel gesagt hat, sind 25 Millionen, also 25 Token. Wir haben aber jetzt aktuell laufend die Nachfrage auch schon, wie sieht es denn aus mit Schweizer Franken? Kann man auch einen Token mit Schweizer Franken auf den Markt bringen? Also es kann mehrere Tranchen geben, aber zu veränderten Konditionen dann. Also das kann durchaus sein, zum Beispiel, dass man einen Token auf den Markt bringt, der dann nicht in der Währung Euro in Anführungszeichen geführt wird, sondern in Schweizer Franken. Also sowas kann es natürlich auch geben. Also die Antwort ist ja, Daniel, wenn man auch nochmal für Sie, dass man das nochmal deutlicher vorstellt, ist, dass dieser Token aber, den es heute gibt, über den wir heute sprechen, der VT1, auf maximal 25.000 Stück. Das heißt, alles andere wären wieder weitere Token, genau, und weitere Projekte, die WinBridge angeht. Aber um diese Frage, die hier nochmal steht, kann es mehrere geben, vertraglich maximal 25.000? Ja, es sind maximal 25.000. Ja. Die Frage ist noch, ist der Ertrag thesaurierend? Selbstverständlich. Also die Gewinne laufen ja auf dem Konto auf und werden natürlich dann wieder genutzt, quasi um den sogenannten Zinseszinseffekt zu erzielen. Das ist sogar ganz wichtig, genau. Ja, da kam jetzt die Frage noch, die Registrierung klappt nicht wegen Code. Sie dürfen diesen Code nicht kopieren, Sie müssen den eingeben, dann sollte es eigentlich funktionieren. Genau. Okay, hier kommt noch ein Satz, es stört, dass man im Gegensatz zu einem Managed Account nicht die Möglichkeit hat, sofort auszusteigen. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Zeit nicht viel Umsatz über Kryptobörse geben wird. Also werde ich über WinBridge verkaufen müssen, also nur zweimal pro Jahr, oder doch über die Börse und dann zu viel schlechteren Kursen. Also ich kann gerne was dazu sagen, Thema ist, ja. Also zum einen ist es so, also es ist nicht geplant vom Grundsatz her direkt auf allen möglichen Exchanges im Kryptobereich den VT1 zu handeln, sondern es geht ja darum, den sukzessive, und Herr Frey hat es auch gesagt, in der Empfehlung des Anlagehorizonts eher 3 bis 5 Jahre zu sehen. Es bleibt immer noch der Token ein Thema darin, dass es als Vehikel benutzt wird, um diese Fungibilität darzustellen. Deswegen ist es auch bei einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren auch völlig plausibel zu sagen, dann gibt es innerhalb von einem halben Jahr eine Rückgabe, einen Umtausch bei dem Emittenten, bei WinBridge. Das ist übrigens im Markt nicht Usus. Also, und eine Rückgabe sowieso rechtlich nicht möglich, auch bei anderen Token. Ich weiß nicht, wie Sie dann auch netterweise bei der Frage darauf eingehen, wenn man sagt, okay, man hat dann andere Token, die man auch noch beziehen könnte. Tatsächlich ist beim Managed Account die Rückgabe über WinBridge möglich im analogen Bereich, wenn ich das Produkt analog kaufe, so nenne ich es jetzt mal. Dennoch ist es dann immer die Frage, habe ich dann die anderen Vorteile, die ich erreichen will.
Denn beide Produkte, das glaube ich, sollten wir heute Ihnen auch aufgezeigt haben, sind deutlich unterschiedlich. In dem Thema der Performance-Bereiche, dafür dann aber auch höheres Risiko, respektive aber auch der Fungibilität oder der möglichen Steueroptimierung, die drin ist. Den Themen, dass man auch in Zukunft in dieses Thema der Tokenisierung über Wallets sowieso nicht mehr drum vorbeikommen wird. Also auch das Thema heute schon so aufgegriffen ist. Ich glaube, die Vorteile liegen da mittlerweile auf der Hand und stellen sich dann auch in dem Bereich so dar. Ja. Ich würde dann nochmal auf das andere eingehen. Wie kann man einfach den Unterschied zwischen VT und einem Kunst-NFT erklären? Also im Endeffekt ist es so, dass das tatsächlich dasselbe ist. Ja. Wiederum, man hat immer davon ausgehen muss, wenn ich heute einen Geldbetrag dahinter habe, der in den Managed Account fließt und einen Devisenhandel abbilde, die Frage ist, ob dieser Wert, der reelle Wert, mehr abbildet wie ein Kunstwerk auf der anderen Seite, wo ich sage, okay, das Kunstwerk besteht auch aufgrund, sagen wir mal, Angebot und Nachfrage oder einer Entwicklung. Das muss man sich natürlich dann schon überlegen, wie der reelle Wert, der dahinter steht, natürlich sich entwickelt. Der NFT selber aber, der ist so gebaut, dass er sowohl wie dieses eine Kunstwerk abbildet oder aber auch dementsprechend ein Managed Account dahinter abgebildet wird. Und das ist auch, das darf man auch so sagen, die Weltneuheit, die Winbridge hier gebracht hat, auch mit Ubi natürlich, in der Innovation. Denn es gibt weltweit keinen Token, der einen reellen Wert wie ein Managed Account über einen NFT abbildet. Das ist einzigartig auf der Welt und für uns ist es wichtig, auch das nochmal anzusprechen, weil es eine einzigartige Chance ist, auch da jetzt zu investieren und das auch mitzunehmen in diesen Bereichen, auch vor allem mit dem Hintergrund, dass nochmal darauf hingewiesen, es begrenzt ist auf 25.000. Ja. Genau. Und zum Abschluss darf ich noch die letzte Frage beantworten, ob das Projekt auch umgesetzt wird, wenn das Ziel in 105 Tagen nicht erreicht wird. Selbstverständlich, der Handel kann auch stattfinden, selbst wenn man noch nur einen gewissen Teil dieser Tranche quasi umsetzen. Selbstverständlich wird das Projekt dann trotz allem umgesetzt. Ja, zum Abschluss darf ich vielleicht noch erwähnen, befassen Sie sich mit diesem Thema Digitalisierung. Aber wenn Sie jetzt noch sagen, das ist alles nur so weit weg von mir, Token und so weiter, befassen Sie sich mit dem Thema Digitalisierung, weil wir sind mittendrin in diesem Thema. Unser Finanzminister hat schon gesagt, er will weg vom Bargeld, es soll die digitale Währung, der digitale Euro geben. Wir befinden uns mittendrin in diesem Thema und darum ist einfach wichtig, dass Sie sich mit dem Thema ab sofort befassen und diejenigen, die sich jetzt schon damit befassen, haben mit Sicherheit einen Vorteil, einen Zeitvorsprung allen anderen gegenüber. Ja, und somit darf ich mich recht herzlich bedanken beim Herrn Tobias Eckel, dass er hier mit dabei war mit seinem Fachwissen Firma Gubi, dann natürlich bei der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung, hier heute mit dem Herrn Philipp von Wartburg, dass ich die Möglichkeit hatte, hier einfach dieses Thema vorzustellen. Insofern recht herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob der Herr von Wartburg noch mal kurz dazukommt, Philipp. Ansonsten allen einen guten Tag, einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie. Ah ja, jetzt kommt er. Bleiben Sie gesund von meiner Seite her. Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die beiden Herren, Daniel Frey und Tobias Eckel. Vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.